Hello Balls and Ghouls und willkommen bei Dwales TV. Es ist mal wieder soweit. Heute bin ich mal wieder beim Fabian in seinem Hobbyraum. Und der hat diesmal was ganz Besonderes, ne, was er mir vorstellen wollte. Und ich bin jetzt schon richtig begeistert. Ein bisschen sprachlos und ganz viel auch neidisch. Ein bisschen neidisch auf den Kollegen hier. Auf jeden Fall auf den Kollegen. Wer ist der Kollege? Ich denke mal, das ist die Frage, die man sich jetzt hier stellen mag. Ganz genau. Wenn der Kollege mal einen Kopf drehen würde, der ist ein bisschen... ja, er hat ein paar Tage auf dem Buckel, der gute Kollege. Und ja, das ist ein heiliger Gral meiner Kindheit, der gute, liebe alte Omnibot 2000 von Tomi. Kurze Geschichte dazu ist, ich habe 1988 im Spielzeugjournal der Spielzeugkette Spielwaren, Spiel und Hobby Richter so einen Roboter gesehen und der kostete damals 1400 Mark. Natürlich, wenn er sich überlegt, zu der Zeit, was kostete Spielzeug da? Ich meine, das Playset von Eternia, von Masters of the Universe, 350 Mark hatte auch keiner von uns, weil es halt so rattenteuer war. Ja, Videospielkonsolen waren damals auch noch sehr teuer im Jahr 88. Ne? Und deswegen, also mit so einem stolzen Preis, wie Tomi den ausgeflackte, den Omnibot, hatte natürlich kein Kind gehabt. Und gerade weil ihn kein Kind gehabt hat, ist das ein relativ spannendes Sammlerstück heutzutage geworden. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es den gab. Also ich hatte auch einen Tomi-Roboter, aber das war so in der Größe einer. Mhm. Es gab ganz viele verschiedene Roboter von Tomi. Ja. Also ab 83 hat Tomi eine ganze Line von Robotern aufgelegt. Also ja. Der bekannteste ist, glaube ich, der Mr. Money. Das war so eine Spardose, so eine gelbe. Da konnte man irgendwie so eine 5 Mark in die Hand legen. Hat er den so genommen? Genau, der hat es genommen und da hatte so eine Zunge, glaube ich, noch, wo er irgendwie dann geschmatzt hatte, wenn er die Münze in den Hals geworfen hat. Ich kann mich ganz dunkel erinnern. Genau. Ich gucke mal, ob wir da was finden an diesem Material. Mr. Money wird man garantiert was finden. Mhm. Und dann hatte Tomi halt neben diesem Mr. Money noch ganz viele andere kleine Bots, also in verschiedenen Größen, in verschiedenen Preisklassen. Und ja, es gab den Fairbot zum Beispiel auch, so einen kleinen, der da rumtänzelte. Es gab einen Roboter, der hatte so ein Kassettengesicht, der konnte halt rumlaufen, den konntest du fernsteuern, konnte rumlaufen und konnte Kassetten abspielen. Da konntest du auch mit einem Mikro, konntest du was aufnehmen und der hat dir was du aufgenommen hast, dann abgespielt und so. Warum sagst du mir jetzt solche Sachen? Weil ich genau das weiß. Ja, weil ich jetzt, ne, nämlich da jetzt stehe. So, mein inneres Kleinkind sich wieder auf den Boden wirft, mit Händen und Füßen stammelt und will die Scheiße auch haben. Und ich weiß genau, dass ich jetzt irgendwie nach Tomi-Robotern suchen gehe. Das ist ja jetzt irgendwie gar nicht ungewöhnlich, dass man das tut. Naja, auf jeden Fall... aber das zu meinem Leidwesen. Zu deinem Leidwesen. Ja, verschöner ist deine Einrichtung. Ja, und verschöner... Ne? Dein Konto. Ja, ja. Und die Omnibots, da gab es halt einen, der hatte so einen Glaskuppel als Kopf, also über den Kopf drüber, da konnte man eine Kassette reinlegen und man konnte den, damals war das durchaus üblich, dass man über eine Musikkassette programmierte. Mhm. Das heißt, du hast diese Kassette eingelegt, auf Record gedrückt, wie man das damals so schön gemacht hat. Und alles, was du dem eingegeben hast an Befehlen, an der Fernbedienung, hat er gespeichert auf dieser Kassette. Und du konntest dann diese Kassette abspielen, wenn du sie zurückgespult hast. Und dann hat er die Befehle, die du vorher eingegeben hast, nachgemacht wieder. Und das so oft du wolltest. Ja, und der hatte auch so ein kleines Tablett dabei und war so der Butler der Omnibot. So. Und weil es damals den Omnibot gab, der ja schon relativ teuer war, ich glaube, der kostete damals auch 500 Mark, haben sie noch ein Luxusmodell von Tomi gebaut, nämlich den Kollegen hier, den Omnibot 2000. Und damals war das ja auch so, also nicht nur in den 80ern, sondern auch in den 70ern und auch teilweise noch in den 90ern, alles, was so eine 2000 irgendwie im Namen trug, das war futuristisch, das war Zukunft. So lebte man in der Welt von übermorgen, also 2000 war halt dieses magische Ding, ne? Alles, was so. Guten Morgen. Es ist 7:30 Uhr. Sie wollten geweckt werden.
Heute ist Montag, der 25. Oktober 2000. So, jetzt haben wir mal kurz in die Doku geguckt. Die ist ja unglaublich absurd, wenn er sich die heutzutage ansieht. Ja, und das Leben im Jahr 2000 war halt was richtig Geiles. Und deswegen hat man bei Tomi den High-Class Omnibot einfach Omnibot 2000 genannt, ne, weil er was Futuristisches noch dazu hatte. Ja, das ist kurz die Geschichte hinter dem Omnibot. Und der kam 1986 raus und da war es aber auch schon wieder vorbei mit der eigentlichen Toyline von Tomi. Und wenn ich mir jetzt gerade so angucke, ich sehe ja einen Haufen Knöpfe auf seiner Brust. Hat er. So, kann man dem wirklich was aufnehmen auch? Oder? Du kannst mit dem was aufnehmen, weil das Tolle ist ja, der hat ja hier so ein Kassettendeck. Das kann man mal rausnehmen. Ach was. Siehst du mal, so, und da kannst du halt eine Musikkassette einlegen. Funktioniert der noch? Natürlich funktioniert das. Ja, natürlich, wie gut ist das denn? Das, ja. Und du legst halt eine Musikkassette ein, steckst das rein, kannst auf Record drücken, dann musst du ja wieder Play und Record gleichzeitig. Ja, ja. Wie damals hier, ne, der Affengriff von früher, kannst du machen. Und alles, was du dann über diese Fernbedienung, dem Omnibot, eingibst, das nimmt er auf dem Magnetband auf. Und wenn du dann auf Play drückst später, macht er genau dieselben Moves. Und das Spannende ist, es gab mit in der Verpackung war so eine Pappe, die als Startpunkt galt. Und von diesem Startpunkt aus konnte er halt immer irgendwas machen und hat dann immer diese Befehle, die du dann auf die Kassette gespeichert hast, ist dann immer zum Ausgangspunkt zurückgefahren zum Beispiel, hat dir ein Getränk gebracht, der hat nämlich irgendwie auch noch, das könnte man auch mal kurz dazu zeigen, hat doch so ein Tablett dabei. Das hat dann für so für Getränkedosen und Halterungen. Und ja, es ist völlig verrückt. Und man kann dann irgendwie da Getränkedosen reinstellen und hier gibt es einen Knopf. Und wenn der Omnibot den drückt, dann gehen die Getränke einmal hier reihum, bis ein Getränk hier auf dem Punkt steht. Und auf diesem Punkt kann das dann mit seiner Hand nehmen und dir anreichen. Alles kannst du einprogrammieren natürlich. Abgefahren. Oder kannst du halt auch mit der Fernbedienung manuell machen. Und da wir ja in den 80ern sind, gibt es natürlich die Fernbedienung zum Ausfahren. Und der Omnibot hat hier hinten so einen netten Empfänger und summt sich einen zurecht. Und da können wir jetzt mal gucken, was er macht. Er kann zum Beispiel Terror machen. Also Robotergeräusche, wie man sich Robotergeräusche in den 80ern halt so vorstellte. Und man kann also gucken, hallo Omnibot, und guck doch mal den Sascha an. Ich mache ja, nicht, dass das der ein bisschen Angst kriegt, ein bisschen gruselig. Ja, wie ist nochmal der Film, mein sowieso Freund von Wes Craven, jemand. Ah, Film. Ja, der tödliche Freund. Mein tödlicher Freund, genau, Freund. Genau, Deadly Fan. Ja, das... hurts you. Who this garbage can? Crush if he wants. Er ist ziemlich laut allerdings. Kann dann hier den Arm heben. Der andere Arm ist nur ein Dummy. So, dann hat er hier so eine Klaue. Und die kann er öffnen. Nein, Sascha, nicht für solche Sachen. Dafür ist er nicht schnell genug, dass er dich bis dahin bringt. Ja, das habe ich. Das dauert dann irgendwie. Ja. Der hasst dich jetzt schon. Hallo Sascha. Da kannst du reinsprechen, dann hört sich das so bescheuert an. Masters of the Universe. Silence, you funny fool! Oh. Du kannst halt all diese Manöver, die man jetzt hier gerade gemacht hat, die kannst du halt, wenn du hier auf Record drückst, dann auf der Kassette speichern und dann machst du halt genau das nach, wenn die Kassette laufen lässt. Kannst du quasi so eine Choreografie beibringen? Ja, auf jeden Fall. Darf ich mal sehen? Ja, klar. Vielleicht nicht drücken, ja. Aber. Also, wenn du jetzt rechts drückst, dann fällt er uns vom Stuhl, dann fährt er. Das können wir ja gleich auch mal zeigen, wenn er so durch die Gegend eiert. Happy birthday, Molly.
alles auf Englisch aber, ne? Finger ja, open, natürlich. Finger clamp, head right, head left, Gear Chance, Tape, Start, Stop, Omnibot Sounds, ach, das war dieses, da genau, mal. Ja. Siehst du, der macht dann noch irgendwie Robotergeräusche. Kannst du nochmal drücken, dann macht er andere. Oder? Macht er andere. Oder der macht einfach immer. So wie sich Roboter halt anhören. Ne? Ja, also, wie er es von jetzt vor seinem Bruder. Wie man sich das vorstellt. Genau, und da kannst du mit dem Kopf drehen. Oder du kannst auch die Augen ausmachen hier. Und kannst du anmachen, je nachdem, ob es dunkel ist. So. Ja, aber wie ist das mit dem Strom? Hier sehe ich jetzt, hier kommen ganz normale Zellenbatterien da drin. Da sind ne? Batterien drin, also 1,5er tatsächlich, kann man mal aufmachen. Der wird heute nicht mehr dein Freund, glaube ich. So. Nee. Also hier sind Batterien drin. Ja. Ne? Und was kommt da rein? Hier sind dann nochmal 2 davon da drin, für diesen Radiowecker. Hat ein Radiowecker auch noch integriert, weil wir wissen das ja aus den 80ern, hatten ja selbst unsere Betten in den Jugendzimmern, ja, hatten auch integrierte Wecker. Und hinten drin ist eine Mofa-Batterie. Ach, gemein. Der hat dann nochmal eine große Batterie, die musste dann aufladen. Und wie das war damals mit der Technik war, 12 bis 16 Stunden für eine Aufladung des Omnibot. Also es dauert ein bisschen länger, bis der Geselle wieder fit ist. So, und ja, wie bin ich an den Omnibot gekommen? Wollte ich mal auch kurz erläutern. Ja, würde mich auch interessieren, ja, tatsächlich. Tatsächlich, ich hatte längere Zeit ein Auge drauf geworfen auf diese verschiedenen Omnibots. Und wir können uns mal so ein Commercial angucken von den Omnibots. Es gibt da mehrere richtig tolle. Machen wir. I'm Omnibot 2000 and I've come to serve you. I think there's been a mistake. Yes, a terrible mistake. No, no, don't touch. Me, Omnibot 2000, I have motorized parts. You are primitive. I'm completely programmable. You're unpredictable. And I can be remote controlled. Oh dear, why did I say that? Beat me up, somebody. What are you doing? Don't touch that. Well, if you insist, I'll stay for tea. Sugar your hands? And then I must go in. More? Are we having fun yet? Omnibot 2000, the state of the fun robot from Tomy. Available at stores in your galaxy. Beat me up, please. Ja, kurz darauf zurückkommen, wie ich ihn bekommen habe. Längere Zeit habe ich schon ein Auge drauf geworfen, habe bei eBay geguckt und bei kleinschwanzzeigen.de, ne? Also überall, wo man halt so Zeug kriegen kann. Und die waren halt immer brechend teuer. Ganz, ganz schlimm teuer. Also selbst für kaputte Exemplare wollten die Leute nur 600 Euro haben. Also oder ohne Fernbedienung, ohne Tablet oder mit abgebrochenen Sachen. So, und dann habe ich das irgendwann aufgegeben und gedacht, du kriegst keinen kompletten Omnibot mehr für einen vernünftigen Preis. Was war zu der Zeit für dich ein vernünftiger Preis? Oh, ja, irgendwie alles unter 1000. Okay, weil wenn ich mir jetzt überlege, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, mir nochmal irgendwie meinetwegen so eine Castle Grayskull oder eine Snake Mountain zu kaufen, ich glaube, ich würde beherzt das Geld nehmen und in so einen Omnibot stecken. Das wäre sicherlich eine gute Wahl, vor allen Dingen auch, weil der Wert stabil ist, beziehungsweise der... Es geht ja nicht um den Wert, sondern einfach so, man als Kind, ich weiß ja, wie es war, ne? So einen Roboter wollte man haben, unbedingt wollte man den haben. So, hat man keinen gekriegt, ne? War man ein todunglückliches Kind und bis zum Erwachsenenalter hat man ein Trauma davon getragen, wenn man keinen Roboter zu Hause hatte. Deswegen hatte ich immer einen kleinen Roboter. Meine Eltern haben es verstanden. Mhm. Und die Faszination dafür ist ja bis heute nicht abgebrochen. Es ist ja egal, ob das jetzt von Star Wars gewesen ist, ne? Die Roboter waren immer geil. Oder das schwarze Loch, den Hector. Ja. So, oh Mann, so, das waren halt Roboter, die Zylonen von Kampfstein Galactica. Mhm. So, man brauchte das, man wollte das, weil das gehörte zum Nerd-Dasein in meiner Kindheit. Mhm. Und so einen hätte ich gewusst, dass es den gibt. Ja. So, meine Eltern hätten mich nach Peru verkauft, schon lange, weil ich hier so genervt hätte. Das glaube ich. Ja, wie gesagt, ich habe längere Zeit geguckt, habe aber nichts gefunden. So. Und eines Abends, ich stand am Balkon und der Kollege Christian Klotz vom Geek Magazine, mit dem ich befreundet bin, der schrieb mir eine WhatsApp mit Bildern von Omnibot
und sagte, das wäre doch mal geil, wenn er so einen hätte. Ja. Und ich habe zu ihm gesagt, du bist ein Arschloch, weil jetzt stehe ich hier nachts am Balkon und jetzt suche ich danach. Mhm. So. Und der Wahnsinn war, in dieser Nacht, als ich danach gesucht habe, habe ich den Kollegen gesehen für einen Preis, wo ich gedacht habe, irgendwas muss daran kaputt sein. Das kann es nicht geben. Ja. Und dann habe ich am nächsten Tag mit meiner Frau gesprochen und die sagte, ja, ist es jetzt eine Chance, einmal im Leben kriegst du so einen für einen Preis, der human ist. Mhm. Und dann sagte sie, ja, das kommt nicht wieder. Das kommt definitiv nicht wieder, dass du einen Omnibot, einen eigenen Omnibot hast. Ja. Und ja, da sind wir hingefahren in den Schwarzwald, haben einen älteren Herrn, der eine Werbeagentur hatte, in den 80ern getroffen. Und er holte den Kollegen aus dem Schrank und führte uns den vor. Wir saßen da wahrscheinlich und der kam so mit so einem Glas Wasser. Wir waren absolut begeistert. Ne? Und ja, der erzählte auch, der hatte auch den Kassenzettel, habe ich noch. Er hat den damals in den USA gekauft, auf einer Geschäftsreise, als Gag für Partys. Also wo er dann immer seine Partys hatte, hat er den Omnibot da servieren lassen und hatte ihn jetzt die letzten 25 Jahre einfach in der Kammer stehen. Das ist unglaublich, oder? Ja, ich meine, das ist so, das ist der Grund, so, warum ich heute schon mit so einem blöden Staubsaugerroboter liebäugle. So. Einfach nur nicht, weil der bei mir Staubsauger war, aber damit er bei mir rumfährt und komische Geräusche macht. Ja, das kann er auf jeden Fall. Er ist halt brechend laut. Also man sollte jetzt nicht nachts damit rumfahren oder so. Da wird es definitiv Ärger vom Nachbarn. Richtig gut. So, ne? Ich meine, sieht auch aus wie so ein alter Sportwerkstaubsauger. Ja, warte mal, wir können ja mal erstmal... Weiß nicht, der hat auch tatsächlich so ein Staubsaugerfach, das kann ich mal zeigen. Nämlich hier hinten kann man irgendwie seine Kassette verstauen. Genau. Und ein Mikrofon ist da auch noch drin. Wir haben letztens noch eins gesucht, aber guck mal, passt nicht. Letztens, du meinst vorhin. Wir haben vorhin sowas gesucht wahrscheinlich. Ja, vorhin hatten wir auch, ne, hier Powerman 2000, seine kleinen Geschwister. Die kleinen Facker. Die kleinen Facker. So, ja, also das hat tatsächlich so Vorwerk-Vibes. Ne? Ja, ja. Das, okay. Großartig. Und das Tolle ist, er hat auch so, er hat tatsächlich Tragegriffe, die kann man hier so rausziehen und kann ihn auch wieder auf seinen Stuhl setzen. So. Das richtig, ist richtig gut. Ja, ja. Aber, mal jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, ne? Das kann man auch nicht mehr Spielzeug nennen, oder? Nein. Das ist ein Gimmick, also ist letztlich nur ein Gimmick, aber tatsächlich wurde er damals als Spielzeug verkauft und vermarktet. Was interessant ist, dass er ein schönes Afterlife in der Popkultur hat. Also einerseits am Ende von Nummer 5 lebt, taucht er tatsächlich auf, der Omnibot. Ah, jetzt nochmal, muss ich nochmal gucken. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, soweit ich weiß, am Ende ist er mit dabei, bei Nummer 5 lebt. Und wo er prominent ist, wo ihn vielleicht viele erkennen könnten, wäre How I Met Your Mother. The robot, Sparky, as I like to call him, Robin Sparkle's sidekick, we bought him on eBay, actually. We needed him rather quickly, and we needed a working one. He is a Tomy Omnibot 2000. Immer wenn es da... Solltest du schauen. Weil immer wenn es darum geht, Robins Vergangenheit in Kanada, wo sie Popstar war als Jugendliche, da gibt es halt immer Musikvideos, für die sie sich schämt, wo die Freunde immer versuchen, diese Tapes aufzutreiben, um sich über sie zu amüsieren. Mhm. Und in jedem von diesen 80er Musikvideos, also In the Mall gibt es zum Beispiel, oder Two Beavers Are Better Than One, so, da taucht tatsächlich immer der Omnibot als Gag auf, in diesen Robin Sparkle Videos. Okay. Und daher könnte man ihn auch kennen. Beispielsweise. Also das sind jetzt so die beiden Sachen, die mir ad hoc einfallen, wo er in der Populärkultur mit von der Partie war. Ja, ich werde so ein Ding mal gucken. Wenigstens mal suchen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, was der Omnibot so alles kann. Und mal Hand aufs Herz. Wer wünscht sich jetzt nicht so ein Ding? Also ich will auf jeden Fall so ein Teil haben. Und wenn ich mir jetzt nur erstmal so einen kleinen hole, aber nach so einem großen halte ich auch definitiv Ausschau. Das soll es auch gewesen sein. Du bist der böse Mann heute. Ich hab dir schon wieder Flausen in den Kopf gesetzt. Ja, ja, dumme Gedanken hast du nicht gedacht. Nichtsdestotrotz war das auf jeden Fall ein richtig tolles Erlebnis. Vielen Dank dafür. Und dann
verabschiede ich mich auch von euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.